Hallo und herzlich willkommen bei Bauchi auf Sendung im Let's Play Minecraft 2020. Wir sind wieder da, wir gucken mal weiter. So, hier sind wir erstmal jetzt wieder in unserem toll angelegten, also ich bin mir immer noch nicht sicher, was das hier werden soll. Das ist so noch nicht fertig, aber es ist auf jeden Fall erstmal funktional. Ich kann jetzt leichter da hinten hin. Und hier werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr ausheben. Vielleicht mache ich hier aber auch noch Zimmer hin. Zellen. Ich mache hier Zellen. Mal gucken. Man weiß es noch nicht genau. Ja. Heute können wir das Thema Baupfusch mal unter die Lupe nehmen und was für ein Schwachsinn man mit sowas alles machen kann. Ich bin ja froh, dass ich das hier IHR-mäßig, genau das, darum geht es beim IHR. Lebensraum schöner machen. Und dann habe ich ja, der ein oder andere wird sich eventuell daran erinnern können. So, ich gehe mal gerade hinten hin. Ein bisschen schneller gehen auch, weil ich mal gucken wollte. Ups. Hier ist, glaube ich, ist auch nur Stein drin. Hier ist, da sind Farben, genau. Roter Farbstoff, hellgrauer Farbstoff, die habe ich. Schon. Ich wollte vielleicht noch ein paar Betten bauen, weil ich glaube, wir haben ein paar Betten zu wenig für die ganzen Einwohner, die wir jetzt hier rumlaufen haben. Und das ist halt totaler Schwachsinn. Sollte, also normalerweise ist es ja im Real Life so, dass weitaus mehr Wohnraum zur Verfügung steht, als eigentlich überhaupt gebraucht wird. Selbst wenn jeder eine Wohnung hätte, wäre immer noch mehr da, als gebraucht wird. Das ist der Punkt. Also hier hinten, ne, hier würde ich, also hier habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal wieder. Pass mal auf, hier kann man jetzt schon mal wieder anfangen. Das triste Grau. Mit schönem saftigem Grün zu da oben, weil es Weg ist und von der Mauer. Nee, das ist noch gar nicht da, das ist hier. So, und hier machen wir, verkleiden wir das auch ein bisschen. Ja, der eine oder andere wird sich daran erinnern, dass es auf Mallorca ein relativ großes Grundstück gibt. Und ich rede diesmal nicht von der Bäckerfinca, sondern von einem regelrechten Dorf, das bei Cala Romantica liegt. Wo 198 Doppelhaushälften damals ohne Baugenehmigung dahingesetzt worden sind. Und heute stand im Mallorca-Magazin. Und ich finde das echt, ich finde das immer wieder lustig, wie die Kackendreist einfach lügen können. Also ich beim Mallorca-Magazin weiß ich es ja ganz genau. Was die da teilweise für einen Schwachsinn auch über das, was wir. Die waren die, die geschrieben haben, wir würden die Idee bei dem, was wir da machen, sei 20 Männer und 20 Frauen da zu versammeln. So, das sei der Hintergedanke von 2020.
Damit haben sie letztendlich, also dass sie nicht verstanden hätten, was ich, also sie haben es dann auch noch allen Ernstes auf ihre Schwesterzeitung geschoben, die hätten das geschrieben, nur hat man es da irgendwie gar nicht drin gefunden, selbst wenn man danach gesucht hat. Und das Mallorca-Magazin kam auf die tolle Idee, quasi diese Behauptung aufzustellen und es dann auch noch ihrer Schwesterzeitung in die Schuhe zu schieben, die beschissene Recherche. Super geil. Das ist ein Käseblättchen, ey. Und im Mallorca-Magazin steht jetzt halt drin, dass dieses Grundstück. So, jetzt haben wir. Guck mal, jetzt haben wir hier schon mal wieder schön braun. Ne? Und demnächst ist schön grün. Haben wir irgendwo Anschluss an grün? Ja, hier haben wir wirklich schon grün. Alles klar, prima, super geil. Hier, ich kann es euch mal vorlesen. Das wollte ich mir hier vielleicht noch irgendwo machen. Einen Computertisch. Aber wir tun jetzt einfach mal so, als würde ich mich hier so hinsetzen. Um euch mal kurz zu zeigen, was das Mallorca-Magazin wieder für einen Quatsch von sich gibt. Und wische mal einfach auf den Browser. Tue jetzt so, als hätte ich mein Tablet in der Hand, wenn ich hier sitze. Und ich zeige es euch da. So. Also, das Mallorca-Magazin schreibt am 5.3.10:45 Uhr, dass die Geistersiedlung an der Cala Romantica wiederbelebt werden soll. So, das ist dieses Ding. Ihr habt auf der les2020.de gibt es auch einen Artikel über dieses Örtchen, aber aus meiner Feder. Und das klang irgendwie noch ganz anders. Jetzt ist es wohl so, ich kann ja kurz vorlesen, was sie hier schreiben. Blick auf die Siedlung an der Cala Romantica. Nach mehr als einem Jahrzehnt Leerstand wird die Geistersiedlung an der Cala Romantica im Osten von Mallorca wiederbelebt. Die zuständige Stadt Manacor hat jetzt nach Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora Lizenzen dafür erteilt. Schieben schon wieder ihre Recherche auf. Warum rufen die nicht mal selber an? Selbst wenn die Schwesterzeitung das schreibt, kann das Blödsinn sein. Oder die haben Blödsinn erzählt bekommen oder sowas halt, ne? 45 von 189 Einfamilienhäusern der Saint-Denis-den-Mars-Anlage fertig zu bauen. Die Bauarbeiten waren vor mehr als 10 Jahren während der Wirtschaftskrise nach der Pleite der Baufirma eingestellt worden. Also die Geschichte, die bisher bekannt war, war eine völlig andere. Da hatte es nämlich mit damit zu tun, dass keine Baugenehmigung vorlag und da hat irgendein Bürgermeister jahrelang für den Knast gesessen, weil da ein Lug und Betrug mit betrieben worden ist und letztendlich das Ganze auch nur für, also soweit ich weiß, haben da mal sogar 6 Leute quasi in Häuschen gewohnt, die haben es abgenommen bekommen, haben Geld und alles verloren und dann hieß es die ganze Zeit, das sei vor allen Dingen auch alles mit Asbest verseucht. Das war der Grund, warum ich davon Abstand genommen habe von der Idee, dieses Örtchen IHR-mäßig zu besiedeln, was ich damals im Fernsehen ja sogar angekündigt hatte, dass ich es tun würde. Nämlich, wenn euch irgendwann mal auf der Bäckerfinker nicht weitergeht, stehen da genug weitere Häuser rum. Denn die... Ne, steht im nächsten Artikel, nach dem Ende der Bauarbeiten verursachten Vandalen an den Häusern Zerstörungen, sodass ein 24-Stunden-Wachdienst abgestellt werden musste. Selbst Schränke waren damals bereits in die Häuser eingebaut worden. Ne, also die waren bezugsfertig. Die Umweltgruppe Grob hatte bereits vor 10 Jahren die Siedlung als Attentat auf die Natur verzeichnet. Auch woanders auf Mallorca gibt es noch Geistersiedlungen. Da werden die Ohren spitz, die während der Wirtschaftskrise entstanden waren. So. Blödsinn alles, was die da jetzt. Soll es auf einmal für dieses illegal gedauert, so sind die Bronze oder Kohle, die wollen einfach die Häuser verkaufen und erzählen einen Scheiß, der mit dem Scheiß, der eigentlich stattgefunden hat, überhaupt nichts zu tun hat, weil dann wird keiner die Häuser kaufen. Aber ich bin ja ganz froh, so, gehen wir wieder zurück hier in unser Spiel. Bin ja ganz froh, dass doch so einige Leute wohl meine Idee richtig verstanden haben und habe ich gehört wohl, habe ich erzählt bekommen, dass es Leute gibt, die
nach dem Muster, das wir quasi durch die Bäckerfinker geben konnten, angefangen haben, auf Mallorca Lebensraum zu retten, weil die nämlich ansonsten mit ihren Familien auf der Straße landen. Weil, ne, wie gesagt, all diese ganze Geschichte hatte halt auch einen Hintergrund, nämlich den, dass wir Alternativen zeigen wollten. So, und hätten wir das jetzt auch halt eben dazu bringen können, dass wir halt selber auch das noch zur Verfügung hätten, dann hätten wir es für sowas hier zur Verfügung gehabt, nämlich überall rumlaufen, schöne Sachen anbauen. Irgendwo fehlt mir hier wirklich, was mir hier in Minecraft fehlt, ist eine Hängematte. Aber dafür kann man sich hier auf diesem tollen Grundstück so an so vielen Stellen einfach hinsetzen und die Aussicht genießen und einfach mal verweilen und seinen Gedanken ein wenig folgen. Das ist einfach schön. Das gefällt mir. Genau, aber ich habe das halt auch auf der Bäckerfinker sehr viel gemacht. Nur als dann halt eben der Hartz-IV-Hasel eines Tages, eines Nachts dann bei mir ins Zimmer gestürmt kam mit den Worten, jetzt gibt's auf die Fresse, hatte ich ja irgendwie auch keinen Bock mehr. Irgendwie stört mich an diesem Ding hier noch, dass es sich zu ist. Wäre das nicht schöner, wenn das so ein Tor wäre? Schreibt's mal in die Kommentare. Mal schauen, vielleicht machen wir ein Tor draus. Ja, ich bin ja ganz happy jetzt, dass ich hier, so, das ist diese Aussichten so, ich finde das so schön. Und da stört mich mittlerweile noch nicht mehr die klumpige Grafik. Ich habe schon gesagt, am allerliebsten würde ich eigentlich dasselbe, was ich hier mache, quasi mit den Möglichkeiten von The Forest machen. Auch friedlich spielen, dass die ganzen Eingeborenen da halt eben da rumlaufen und ihr Ding machen. Die Kannibalen vielleicht einfach mal ausschalten kann. Aber die Leute da rumlaufen, man Hallo sagen kann, man koexistiert und dann da aber rumlaufen und sich was Schönes dahin bauen. Ne? So, ein bisschen das Feuer setzen hier. Ja, so ist das ist das auch so, was in der letzten Folge haben wir von Inventar und Möglichkeiten geredet und sowas halt alles. Ne? Wenn man halt eben Möglichkeiten hat, die man nicht nutzt, dann bringt es auch nicht, es sich irgendwie zu schweren. Wenn ich jetzt hier auf mein Inventar gehe und sage, so, ich kann jetzt hier eine Eichendruckplatte bauen, oder vielleicht also eine Holz, oder hier ein Stick, da, ne, so, da ändert sich nicht. Hier ändern sich jeweils, das finde ich auch voll schön, innerhalb des, man kann es halt aus verschiedenen Farben und aus verschiedenem Holz machen und sowas halt alles. Ne? Da kann man die unterschiedlichen Sachen, das kriegt man alles angezeigt, ich finde das voll toll. So. Ich könnte jetzt eine Werkbank bauen. Ich wüsste aber gar nicht wohin und warum, weil ich habe Werkbänke da, wo ich sie brauche. Und was würde es mir jetzt bringen, meine Zeit hier zu vergeuden, mich darüber aufzuregen, dass ich da jetzt eine Werkbank bauen kann, die ich gar nicht haben will. Aber das da hier, Magenta Farbstoff, kann ich nicht machen. Und wenn ich jetzt meinen Tag damit verbringe, damit beschäftigt zu sein, da kriege ich ja von dem Spiel nichts mehr mit. Und ne, das macht kein Schwein im Spiel, keiner. Aber am realen Leben machen wir das genau das sehr, sehr oft. Da können wir ganze Tage mit vergeuden, unzufrieden zu sein mit der Ist-Situation, statt einfach zu gucken, wie die Ist-Situation denn eventuell auch noch aussieht, wenn man mal ein bisschen hier weiterblättert und guckt, was denn eigentlich noch so alles im Kasten ist. Das ist gar nicht so schwer. Und so Sachen haben mir jetzt zum Beispiel auch sehr geholfen, aus meinem Tief wieder rauszukommen, weil ich mir bewusst gemacht habe, dass ich genau das gerade die ganze Zeit gemacht habe. Ich hatte das und dann habe ich mir alle weggenommen. Ja, das ist niemandem mitgedient. Und ich fühle mich auch noch schlecht deswegen. So, und irgendwann ist so richtig die Schnauze voll davon. Da bin ich mir selber so dermaßen auf den Sack gegangen, dass ich gesagt habe, Alter, ändere dein Verhalten oder du kannst dich selber kicken und bannen. Weil hier ist arschlochfreie Zone und du bist gerade dir selber gegenüber ein ziemliches Arschloch. Ja, ich rede so mit mir. Ich rede wirklich so mit mir. Das hat eine Wirkung. Das ist ja nie böse gemeint. Ich bin da nicht beleidigt oder finde mich scheiße, weil ich so mit mir rede. Eigentlich bin ich dankbar, dass ich so mit mir rede, weil... Ne, das ehrliche Meinen, ich bin froh, dass überhaupt jemand so mit mir redet.
wenn das denn nötig ist. So, und meistens ist das dann auch nicht lange nötig und ich hatte halt auch noch andere Hilfe, zum Beispiel die Yvonne, die ich hier auch gerade sehr grüße, weil ich weiß, dass sie eine von meinen Stammzuschauern ist, in den Stammzuschauerinnen. So, hier könnte ich mich jetzt maßlos aufregen. Ich könnte mich maßlos aufregen. Hier stand letztens eine ganze Truhe, also eine doppelte, voll mit Sachen. Kuchen und Milch und Sachen, die ich gekocht habe und hasse nicht gesehen. Und dann habe ich da drauf gehauen und dann war sie kaputt. Und alles, was da drin war, war weg. Da könnte ich mich jetzt maßlos drüber aufregen, aber ich bin nicht in diesem Spiel, um mich maßlos aufzuregen. Ich bin in diesem Spiel, um hier rum zu chillen. So, hier sind schon wieder die Pflanzen weg. Ja, da können wir aber nichts, nein, nicht sowas. Ich brauche Grün. Geh mal mit der Schere raus und geh ein bisschen Grün sammeln. So, und dann muss man halt eben alles das, ich brauche das Grün mal irgendwo anders. Achso, ja genau, für den Raum da unten. Hallo, kannst runtergehen. Hier, dafür brauche ich das Grün und hier und da und dann war auf einmal oben nichts mehr. Und hier ist auch viel Grün drin, aber wir holen einfach Neues. Ich muss die Schere wechseln. So, und genauso geht mir das dann halt im Leben auch bei sehr, sehr vielen Sachen, wo ich an Stellen stoße, wo ich merke, dass ich mich maßlos aufregen könnte, aber erstens niemandem damit gedient ist, zweitens ich mich, wenn ich das tue, dann auch noch schlecht fühle, statt irgendetwas zu tun, wodurch ich mich gut fühle und meinen Spaß habe. Und jetzt gehe ich mal gucken, weil ich es kann und da hinten Akazien gepflanzt habe, dass ich mir jetzt da mal Akazienlaub und dann mache ich mir in das große Schlafzimmer, also in das große, in das hohe Schlafzimmer da oben, auf dem Turm, mache ich mir da mal Akazienlaub hin. Da ist der Akazienbaum, ich komme von meiner Mauer aus dran, super geil. So, Schere, yes, wunderbar, jetzt können wir das noch einsammeln, super, da ist es runtergefallen, hier noch das noch einsammeln direkt. Ich glaube, ich brauche gar nicht so wahnsinnig viel. So, da ist auch die Schere kaputt. Na super, jetzt ist das da. Jetzt kann ich das ja doch nicht da liegen lassen, ne? Ich kann es einfach nicht. So, Fallschaden scheiße ich jetzt drauf, weil ich sammle, heile ja sowieso ganz schnell wieder. So, dann gehen wir hier mal rein. Und wieder nach drinnen in die Burgmauer rein. So, und solche Sachen, ne, die ich dann da gerade so von mir gebe, das sind halt Sachen, die habe ich möglichst viel auf dem Schirm. Und die habe ich möglichst viel auf dem Schirm, indem ich hier sie sowieso regelrecht auf dem Schirm habe. Ja. Und so, jetzt kann ich da hinten lang gehen. Guck, das ist nämlich jetzt eine ordentliche Abkürzung. Jetzt brauche ich nicht mehr durch den ganzen Dingens da hinten zu laufen, sondern ich kann hier durch meinen kleinen Gang hier die Treppe runter. Ups. Aber da will ich ja gar nicht hin. Muss doch den langen Weg gehen. Ich will ja in das andere Schlafzimmer, ne? Komm schon. Jetzt laggt auch noch der Rechner. Super. Ja, nehme ich zur Kenntnis. Könnte ich mich jetzt super drüber aufregen, dass das alles gerade, dass das Internet gerade nicht so richtig funktioniert und schon wieder beleidigt sein und gar nichts machen und deprimiert ins Bett schlafen gehen, auf das ein neuer Tag mit neuen Möglichkeiten ankommt. Das ist für mich auch nicht. Manchmal gibt es. Kann ich verarschen? So. Mu. So, und ja, da ist halt eben das Ding dann, dass ich einfach nichts davon habe und immer keinen Spaß dann, das Leben. Und dann suche ich mir halt nach Möglichkeit irgendwas, wo ich dann halt eben was machen kann. Und statt mich jetzt darüber aufzuregen, dass ich jetzt heute nicht live streamen kann, wie ich das doch so wahnsinnig gerne gemacht hätte. Oder mich jetzt darüber aufregen, dass ich mich gerade schon wieder verlaufen habe, weil ich wollte doch da oben in das Schlafzimmer. Ich muss neben dir allein. Meine Fresse, ne?
So, und wenn ich es dann mache, wenn ich anfange, mich über irgendwas aufzuregen, ich merke das und ich merke, dass ich darunter anfange zu leiden, weil es mir schlecht geht, dass ich den Scheiß auch noch glaube, den ich dann so verzapfe dann, ne? Und dass es gerade keine andere Realität gibt, als nur das, was ich da sehe, dann komme ich ja ganz, ganz schnell raus, indem ich anfange, das ins Lächerliche zu ziehen, das quasi theatralisiere und noch schlimmer werden lasse, als es eigentlich ist. Das mache ich beim Rumnölen und beim Heulen genauso. Wenn ich irgendwas mache, was ich gerade eigentlich nicht machen möchte, dann über und nicht weiß, wie ich gerade sein lassen soll, damit ich da rauskomme, dann übertreibe ich es und überspitze es so sehr, dass ich darüber lachen muss und es automatisch ganz von alleine aufhört. So, ist es nicht schön? Jetzt machen wir hier auch noch ein bisschen grün. Hier können wir mal auch noch. So, und hier noch. Nein, da nicht. Weg. So. Geht perfekt auf. Haben wir hier nicht? Da habe ich, glaube ich, ein Buch drin, ne? Ja, Buch. Da, Federn, das ist noch alles da. So. Jetzt haben wir da wieder grün. Ist so schön. Hier ist noch mein Enchantment-Raum, den ich noch irgendwann mal fertig machen muss, weil es ist ein Haufen Zeugs zu sammeln, ne? Und irgendwie habe ich immer noch nicht so ganz kapiert, wie ich den kriege. Kann man ja mal in die Kommentare schreiben, wie ich den Enchantment-Raum so. Oder wer mich auf YouTube schnell dabei zugucken kann, wie es mir in einer Minute erklärt. Wahrscheinlich wieder irgendein 12-Jähriger. So, hups, runter. Geh da. So. Ja, jetzt haben wir das wieder. Boah, ich habe hier so lange nicht drin gespielt und finde das voll schön, dass ich jetzt hier so seit ein paar Tagen wieder voll drin bin. Die Augen ein bisschen auf die Uhr halten. Ja, jetzt kann ich, wie andere Leute auch, einfach vor allen Dingen, wenn ich nicht live streamen kann, kann ich Folgen vorproduzieren und dafür sorgen, dass ich mal endlich sowas wie kontinuierlichen Ablaut habe. Auf ha, hallo, hallo. Na, alles klar bei euch, Jungs? Nee, das nicht? Was hat er? Erzähl mir. Ha. Kommt es mir jetzt nur so vor oder sind die ein bisschen arrogant? Hallo? Was suchst du? Kann ich dir irgendwie helfen? Hm. Wenn ich es wüsste. Ich könnte auf jeden Fall mal gerade. Was kostet denn nochmal ein Bett? Was ist denn? Warte mal, da brauchen wir. Ich baue dir mal ein paar Betten noch. Da kriegen wir diese Folge noch hin, ne? Ja, auf jeden Fall. Quatsch, ich habe es so. Hier, da musst du gucken, Junge. Hatten wir doch eben gesehen. Da, Bett. Achso, ich muss erstmal ein weißes Bett haben. Was kostet denn das weiße Bett? Das wollte ich eigentlich wissen. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Jetzt habe ich hier wahrscheinlich schon 35 Mal dran vorbeigeklickt, ne? Ha. 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 Da. Ne, das ist wieder ein graues Bett. Achso, doch, das ist aber. Also ich brauche 3 Holz und 3 Wolle, ne? Gut, was haben wir denn? Holz kriege ich auf jeden Fall, habe ich, da könnte ich 3 Betten, ne, könnte ich 2 Betten von bauen. Ha. Ha. Hier ist auch kein Holz drin, irgendwo war noch Holz drin. Ha. Guck mal, hier ist nämlich auch noch Sandstein, da könnte ich da hinten das Tor wirklich mal ein bisschen größer und mit einem Dingens oben drin machen. Eichenholz und hier haben wir ein Dingens, Fichtenholz. Und jeweils nur 8. Guck, hier habe ich zum Beispiel auch noch 2 Werkbänke drin, die ich gar nicht brauche. Noch viel blöder, deswegen war es wahrscheinlich eben unten, weil ich aber wusste, dass ich noch welche auf Lager habe.
ist noch viel unlogischer gewesen, welche zu bauen, selbst wenn ich es gekonnt hätte. So. Ja, da muss ich mal hinten gucken, was ich an Wolle habe. Und da hinten ist auch noch ein bisschen Holz. Ne? Hey, hallo. Hi. Ja, gehen wir mal Betten bauen. Kommst du mit? Ups. So. Ja, der hat so ein bisschen Lag, der, ne? Kleine Micro-Freezes da drin. So. Hier war Getreide drin, ne? Genau. Hier waren die Farben. Wolle. Wir brauchen Wolle. Kommen wir nicht drum rum. So, ich brauche erstmal eine neue Schere gerade. Wie ging die noch? Da ist sie. Was brauchen wir dafür? Zweimal Eisen. Das bekommen wir hin. Ich weiß, ist da nicht vielleicht sogar noch im Ofen? Ne, die haben wir schon rausgeholt. Dann sind die hier drin. Ne, nein. Dann sind die hier drin, genau. So, machen wir erstmal eine neue Schere. Können wir direkt eigentlich noch eine von machen. Und dann legen wir die hier mit rein. Die können wir mal hier machen. Und dann brauchen wir das Eisen auch erstmal nicht mit uns rumzuschleppen. Dafür haben wir hier noch, das können wir rüber. Ach, hier sind noch zwei Stacks Erde. Ja, das ist gut, die behalten wir, weil können wir hinten noch, können wir den Garten noch grün machen. Und hier haben wir aber noch zweimal Bruchstein, die brauchen wir nicht. Und den Andesit können wir auch hier lassen. So, jetzt haben wir Holz. Aber nicht genug Holz. Aber wir haben hinten noch eine Holzkiste. Diese da. Und da finden wir auf jeden Fall. Guck mal. Das war auch Fichte hier, ne? Jawohl. Dann kommt das noch mit da runter. Dann haben wir 13, dann kriegen wir vier Betten da draus. Das heißt, ich brauche aber auch 12 mal Wolle. Alles klar. Schere am Start. Und auf zu den Schafen. Wir sind bei 28 Minuten. Ich würde sagen, dann ist diese Folge beendet für heute und wir gehen nächste Woche, Schafis, da muss ich hingucken. Nächste Folge, gehen wir Schafe scheren und bauen ein paar Betten für die neuen Bewohner des 2020-Landes, in dem man friedlich miteinander leben kann. Indem man diese Regeln einhält. Nochmal kurz auf YouTube auf Stopp drücken, nochmal verinnerlichen und tschüss mit F, macht es gut, bis morgen zur nächsten Folge Let's Play Minecraft 2020 mit eurem Jesusbruder Bauchi. Ciao! Achso, hier, ich muss auch Aufnahmen stoppen drücken, ne? Bingo!